Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deiner Tarot-Monatslegung für den August. Ich bin Daniela und das hier ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Allgemeine Legungen passen nicht für jeden und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und wir schauen hier in die vier Lebensbereiche hinein, in die vier Elemente, die wir auch im Tarot wiederfinden. Und wir beginnen wie immer im Osten mit dem Luftelement, hier im gelben Bereich der Schwerter. Und hier finden wir die mentale Energie, also das Denken, das, was in unserem Kopf ist. Und hier liegt der Ritter der Stäbe. Das heißt, das ist hier eine sehr inspirierte, nach außen gehende Energie, eine sehr leidenschaftliche und begeisterungsfähige Energie, die es uns auch leicht macht, über mögliche Hindernisse zu springen. Wir schauen mal weiter. Und da liegt die 9 der Kelche, die Freude. Also, was die Karten hier zeigen, ist, dass es dir wirklich gut gehen kann und dass auch wenn es dir mal mental nicht so gut geht, ja, wenn du vielleicht mal ein bisschen müde bist oder so, dass es doch so viele Dinge in deinem Leben gibt, dass du eine gute Energie hast, sehr viel Freude mitbringst. Die 9 der Kelche, die steht auch immer damit, dass man Sachen mit Freunden macht, dass man gemeinsame Aktivitäten plant, vielleicht ein Fest plant, zu einem Fest eingeladen ist, wo man weiß, man trifft viele Menschen, man hat eine gute Zeit. Und das sind so die Dinge, die dir auch helfen im August, dass es dir einfach gut geht und dir einfach eine gute und kraftvolle Energie geben, die dich auch begeistert, so. Ja, dass das Leben einfach Spaß macht und wenn einem das Leben Spaß macht, dann sind viele Dinge, die eigentlich schwierig sind, manchmal auch schnell erledigt. Wir schauen weiter in den Süden, in das Feuerelement, in die Stäbe im Tarot. Und hier finden wir die Ideen, Wünsche und Impulse, die ebenso von außen kommen. Und wir haben hier die Einmischung. Ja, das heißt, es kann sein, dass irgendetwas deine Pläne durchkreuzt. Es kann aber auch sein, der Ritter der Stäbe, der tendiert manchmal zu wirklich fixen Ideen und rennt dann auch gleich dahin. Ritter sind ja immer schnell in ihrer Energie. Und der Ritter der Stäbe, der hat eben eine ganze Menge Gedanken und Ideen und Impulse und der geht auch sehr schnell in die Umsetzung. Und da kann es natürlich sein, dass dich irgendwas oder irgendjemand von außen bremst und sagt, hey, mach mal halblang oder der sagt, hey, denk da noch mal drüber nach, bevor du das machst oder sowas in der Art, ja. Überleg dir das auch gut. Es kann aber auch einfach sein, dass dir von außen irgendetwas einen Strich durch die Rechnung macht, dass Termine durchkreuzt werden oder sowas in der Art. Und wir haben hier den Tod. Und der Tod ist auch immer eine Karte des Neubeginns. Und früher im Tarot de Marseille, da hat die Karte keinen Namen getragen, einfach weil man gesagt hat, wenn man das ausspricht, der Tod, dann sind die positiven Energien, die diese Karte mit sich bringt, auch gleich dahin. Ja, das ist immer auch eine Karte der Wiedergeburt. Und von dem her kann es auch sein, dass das hier mit dem Durchkreuzen deiner Pläne in der Vergangenheit liegt. Und dass du jetzt die Chance bekommst, etwas umzusetzen, wo in der Vergangenheit sich nicht ausgegangen ist, wo es zeitliche Verschiebungen gegeben hat oder sowas in der Art, ja. Also bei der Leichtigkeit und Freude, die hier liegt, würde ich diese Karte so deuten, dass jetzt etwas möglich ist, was in der Vergangenheit schwierig gewesen ist und was dich aber hier begeistert und was dir eben auch Kraft gibt. Es kann auch sein, dass irgendwie sich etwas einmischt in dein Leben und diese Einmischung geht zu Ende. Ja, so kann man das auch deuten. Es gibt natürlich auch immer, wir sind ja in einer allgemeinen Legung, immer die Möglichkeit, wenn diese Karte fällt, dass irgendetwas zu Ende geht.
Ja, aber jedes Ende ist ein neuer Anfang. Das ist auch etwas, was diese Karte immer sagt. Und wir sehen hier in dieser speziellen Darlegung, sehen wir hier auch, dass die Sonne ja schon aufgeht. Wir schauen in den Westen in das Wasserelement. Das sind im Tarot die Kelche. Und hier finden wir die Gefühle, die Liebe, die zwischenmenschlichen Beziehungen und auch die Freundschaften. Und hier liegt jetzt aber auch nochmal das Ende. Ja, also wenn wir hier weiterschauen, die Elemente, die sind ja miteinander verbunden, dann kann es durchaus sein, dass hier eben auch irgendetwas endet. Und zwar Kraft deines eigenen Verstandes endet. Ja. Und wir haben hier die Mäßigkeit obendrauf. Ja, also da wäre es jetzt möglich. Die Mäßigkeit zeigt ja einfach immer einen Kreislauf auch an. Ja, den Kreislauf des richtigen Maßes. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und von dem her kann es eben sein, dass hier, so wie die Karten liegen, auch irgendetwas in ein richtiges Maß kommt. Dass irgendetwas, was einem zu viel ist, endet und dann ist es genau richtig, oder irgendein Mangel behoben wird und dann ist es eben genau richtig, ja. Also diese Karten hier, die sind nicht allzu einfach, aber es liegt hier auch sehr viel Gedankenkraft dabei. Und was eben mir hier sehr gut gefällt, ist vor allem dieser Ritter der Stäbe hier, ja, der diese Kraft und Begeisterungsfähigkeit für eine Sache symbolisiert, sodass diese Dinge hier dann eben auch einfach werden. Und wie gesagt, die Mäßigkeit ist eigentlich immer eine gute Sache, weil sie symbolisiert, dass die Dinge ins Gleichgewicht kommen, ja, dass wir auch aus diesen Extremen herauskommen. Kein zu viel, kein zu wenig, sondern genau richtig. Wir schauen jetzt mal noch in den Norden, in das Erdelement. Das sind im Tarot die Münzen. Und hier finden wir eben die Materie, Arbeit, Finanzen, Familie, Wohnen. Und hier liegt jetzt das Schwert der Klarheit, das Ass der Schwerter. Ja, das bringt uns die nötige Klarheit, auch die Klarheit, Entscheidungen zu treffen. Ja, das hier oben sind immer die Impulse. Das hier ist das, was man fühlt. Ja, das kann hier zum Beispiel einfach den Wunsch anzeigen, dass irgendetwas zu Ende geht und sich ausgleicht. Den Wunsch anzeigen, dass irgendetwas in deinem Leben, wo du ein Ungleichgewicht spürst, eben ins Gleichgewicht kommt. Und die Grundvoraussetzungen, die sind ja hier dafür gegeben, also vor allem auf der mentalen Ebene. Und darauf haben wir noch die Sieben der Kelche. Die Sieben der Kelche ist immer eine Karte, wo wir ein bisschen zurückkommen müssen auf den Boden der Tatsachen. Ja, wo wir wirklich schauen müssen, was ist real, was ist nicht real, was lässt sich umsetzen, was habe ich mir möglicherweise schön geredet. Und da geht es eben um ganz materielle Dinge, und materielle Dinge, das sind immer Dinge, die man anfassen kann, ja. Im Wasserelement haben wir die Dinge, die wir fühlen. Hier im Luftelement, da haben wir das Denken, wie wir über die Dinge denken, ja, und von dem her, ich sehe hier eine sehr positive Energie, also auch eine mentale Kraft, die dir hilft, die Dinge zu beenden, wo du sagst, das ist einfach maßlos, maßlos zu viel, maßlos zu wenig, ja, und hier kommt die nötige Klarheit hinein, sodass du eben auch schauen kannst, was ist für mich realistisch. Ja, das ist ganz wichtig hier bei diesem Kartenbild, dass man realistisch ist. Weil wenn man realistisch ist, dann baut man keine Luftschlösser, die dann im Endeffekt auch wieder einstürzen können, weil sie nicht auf solidem Boden gebaut sind. Ja, also von dem her hast du hier einerseits Energien, die ein bisschen schwierig sind, andererseits aber auch viel Kraft, sehr viel Freude vor allem auch. Und hier eben diese Klarheit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, das Echte vom Unechten zu unterscheiden und eben die Kraft, die Dinge hier auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Zum Abschluss ziehe ich dir noch einen Edelstein, der dich durch den Monat August begleitet. Ich habe hier den lemurianischen Quarz und der lemurianische Quarz sagt, übe dich in Geduld, sei geduldig, ja. Und das gilt vor allem hier für diesen Ritter der Stäbe, der eben immer gleich voll Begeisterung voranpreschen will. Ja, lieber Steinbock, das war deine Tarot-Monatslegung für den August. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich immer von Herzen. Alles Liebe! Und natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, diesen Kanal hier mit einer Kleinigkeit zu unterstützen, beispielsweise mit einem sommerlichen Minztee oder einem Kaffee. Denn dieser Kanal hier ist sehr arbeitsintensiv und ich mache das von Herzen gerne und freue mich aber auch immer über ein kleines bisschen Unterstützung, über Kleinigkeiten. Ja, manchmal muss es gar nicht viel sein. Ich freue mich über eure Likes und Kommentare, über jeden einzelnen davon. Ich lese sie auch immer und wie gesagt, ich freue mich auch jederzeit über ein kleines Sommergetränk. Alles Liebe!